Warum bist du eigentlich geschaffen für die Schweiz? Zu arbeiten oder sogar in die Schweiz einzuwandern? Wir nennen dir heute die 5 Gründe, aber damit du es nicht ganz so leger nimmst, werden wir einen Test mit dir machen. Und wenn du die 5 Fragen beantwortest, dann würde ich sagen, herzlich willkommen, du bist geschaffen für die Schweiz. Also wenn dich sowas interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran, jetzt geht's los, let's go! Du bist der Richtige, du kannst wirklich der Richtige sein für die Schweiz. Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute werden wir dir die 5 Gründe nennen, warum du vielleicht die Schweiz lieben wirst oder du der Richtige bist für die Schweiz. Und wir werden mit dir am Ende einen kleinen Test machen. Ja, nichts Wildes, aber das sind basische Informationen über die Schweiz und du solltest sie eigentlich schon beantworten können, wenn du dich schon damit befasst hast, in die Schweiz einzuwandern. Wenn du natürlich heute das erste Mal in Google eingetippt hast, in die Schweiz einwandern, dann ist es okay, wenn du diese Fragen noch nicht beantworten kannst. Aber du kannst es nach dem Video als Basiswissen eigentlich schon in deinen Rucksack einpacken. Also lasst uns direkt starten. Du bist geschaffen für die Schweiz, wenn du das Geld liebst. Denn du wirst hier auf jeden Fall in der Schweiz deutlich mehr verdienen als in Deutschland, Österreich oder in anderen Ländern. Und das Wichtige ist natürlich auch, dass du das Geld verwaltest. Also du solltest schon ein Flair für das Geld haben. Nicht nur viel verdienen, sondern auch mit dem Geld arbeiten, investieren oder organisieren. Also wenn man das Geld liebt, auch ausgeben. Also versteht mich nicht falsch, nicht nur investieren und organisieren, aber auch ausgeben. Wenn du eine Person bist, die Geld dann, das Geld gern ausgibst, dann bist du auch hier richtig für die Schweiz. Denn du wirst auch viel verdienen, du kannst somit mehr konsumieren. Ne? Also, wenn du das Geld liebst, dann bist du für die Schweiz geschaffen. Dann ein zweiter Punkt ist natürlich die Natur. Wenn du die Natur liebst, dann hast du hier in der Schweiz unendliche Möglichkeiten. Wälder, Berge, Schnee, Natur, Forest, also Wald. Du hast Unmengen von Natur und das ist natürlich, ja, wenn du hart arbeitest, um dein hartes Geld für den Punkt 1 zu verdienen, hast du natürlich das Wochenende Zeit in der Natur zu genießen und das solltest du auch, denn das baut dich auf, das gibt dir wieder Kraft für die kommende Woche. Also die Natur ist ein ganz wichtiger Punkt hier in der Schweiz und es wird auch auf die Natur geschaut, ja. Wenn du im Wald, wenn du in der Natur, auf den Waldwegen läufst, dann wirst du sehen, es ist alles sehr sauber, es ist alles gepflegt. Das heißt, die Leute schauen auch, dass die Natur, dass man auf die Natur aufpasst. Ja? Das ist ganz wichtig hier. Und deshalb, wenn du die Natur liebst, dann hast du den zweiten Grund, dass du für die Schweiz geschaffen bist. Dann Punkt 3, die Sicherheit. Wenn du die Sicherheit liebst, dann ist die Schweiz ein Land für dich. Denn hier ist es sehr, sehr sicher. Klar, es gibt wie in jedem anderen Land auch ein paar Gefahren, es gibt auch Raub, es gibt auch Wohnungseinbrüche etc. Das ist alles ganz normal, aber auf einem ganz niedrigen Niveau verglichen mit anderen Ländern. Also wenn du es ganz sicher haben möchtest, dann bist du in der Schweiz eigentlich in einem der sichersten Ländern der Welt. Wenn du natürlich aus Südamerika kommst, wo natürlich die Kriminalrate sehr hoch ist, dann wirst du, es ist ein Paradies hier in der Schweiz zu leben. Und deshalb habe ich sehr, sehr viele Kollegen, die aus Südamerika oder Asien kommen, die auch in ihren eigenen Ländern sich nicht unbedingt wohlfühlen. Und wenn sie in der Schweiz sind, denken die, hier gibt es keine Kriminalität. Aber es gibt sie, aber in einem sehr, sehr geringen Maß. Also, wenn du dich sicher fühlen willst, den dritten Punkt, dass du für die Schweiz geschaffen bist. Der vierte Punkt ist, wenn du keine Steuern magst. Ja, jetzt wirst du mir sagen, wie, keine Steuern mag? Ich mag keine Steuern, ich zahle keine Steuern in der Schweiz? Ja, nicht ganz. In der Schweiz zahlst du auf jeden Fall auch Steuern, aber deutlich geringer als vielleicht, deutlich weniger als in Deutschland, in Frankreich, in Österreich, Spanien, Italien. Und das ist ein Riesenvorteil, ne? Oder in anderen Ländern übrigens. Also in der Schweiz kommt das natürlich immer darauf an, wenn du einwanderst in die Schweiz, in welchem Kanton du wohnen wirst. Und du kannst es auch steuern. Du kannst sagen, okay, ich möchte wenig Steuern zahlen, ich ziehe in Kanton Zug. Du bist verantwortlich, wie du dich orientierst. Wenn du viel Steuern zahlen möchtest, dann geh in die französisch sprechenden Kantone. Da sind die Steuerraten natürlich höher. Wenn du natürlich in Zürich, Zug, Kanton Schwyz etc. wohnst, dann wirst du kaum Steuern bezahlen. Und deshalb, also wenn du es liebst, keine Steuern zu zahlen,
dann bist du auch geschaffen dafür, in die Schweiz zu leben. Aber Achtung, der fünfte Punkt ist ganz, ganz wichtig. Du musst selbstverantwortlich handeln. Keiner schaut hier auf dich. Klar, es ist auch ein Sozialsystem in der Schweiz. Aber du musst verantwortlich für verschiedene Bereiche in deinem Leben. Ganz am Anfang zum Beispiel, wenn du in die Schweiz einwanderst, musst du eine Krankenversicherung auswählen. Und du wählst die Krankenversicherung auf. Es ist nicht der Arbeitgeber, es ist nicht der Staat, der vorgibt. Du bist verantwortlich, eine Krankenversicherung auszuwählen. Und du musst sogar sehen, welche Bausteine du in der Krankenversicherung haben möchtest. Möchtest du halb privat, privat versichert sein? Möchtest du die Grundversicherung? Möchtest du eine Zusatzversicherung für die Zähne oder sonstiges? Also, man gibt dir die volle Verantwortung. Du bist verantwortlich für alle deine Sachen. Und es gibt sehr, sehr viele andere Bereiche, wo das halt so ist. Du musst es dir bewusst sein. Denn sonst wirst du auf jeden Fall Probleme haben in der Schweiz. Wirst du dich vielleicht ein bisschen verloren fühlen. Ja? Es gibt Unterstützung. Du kannst dir immer Unterstützung holen, zum Beispiel bei einer Beratung oder sonstiges. Aber du hast die Verantwortung für dich selber und du musst sie auch wahrnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und für viele, die aus anderen Ländern kommen, die sind ein bisschen schockiert vielleicht, dass man so eine hohe Verantwortung hat. Aber das ist die Realität und deshalb funktioniert das System auch gut. So, das waren die fünf Gründe. Jetzt wollen wir einen Test mit euch machen. Ich lasse immer nach der Frage 5 Sekunden Zeit. Diese Antworten musst du eigentlich innerhalb von 5 Sekunden kennen, denn es sind keine schwierigen Fragen. Also, das ist kein Einbürgerungstest, das ist, sagen wir mal, ein Einwanderungs-Schweiz-Test. Bist du geschaffen für die Schweiz? Weißt du diese elementaren Informationen oder das Basiswissen über die Schweiz? Also, seid ihr bereit? 5 Sekunden zum Antworten. Wie viele Kantone hat die Schweiz? Wusstest du es? 26 Kantone. Nächste Frage. Wie viele Landessprachen hat die Schweiz? Wusstest du es? Nein? Schweizerdeutsch? Keine Landessprache. Die 4 Sprachen sind Deutsch, Italienisch, Französisch, Rätoromanisch. Die meistgesprochen natürlich Deutsch und Französisch. Rätoromanisch, naja, können vielleicht sehr, sehr wenige. Und Italienisch natürlich an der Grenze von Italien. Also, 2. Frage bestanden. Wunderbar. Gehen wir zur 3. Frage. Hier seht ihr einige Fahnen. Was ist die Schweizer Fahne? Ich denke, das ist eine einfache Frage. Habt ihr sie gefunden? Korrekt. Da ist sie. Das ist die Schweizer Fahne. Rot-Weiß. Nicht kompliziert. Ihr seht, das ist wirklich Basiswissen. Gehen wir direkt zur 4. Frage. Wie heißt dieser Berg auf dem Foto? Ein bisschen schwierig. Also da muss man sich jetzt auch ein bisschen auskennen. Aber ich denke, jeder hat schon mal Kontakt gehabt mit diesem Berg. Würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Warum hatte jeder schon Kontakt mit diesem Berg? Nämlich auf der Toblerone ist genau dieser Berg abgebildet. Also wenn man sich ein bisschen damit befasst, das ist der Matterhorn im Kanton Wallis. Kommen wir zur 5. Frage und dann schauen wir mal, ob ihr alles bestanden habt. Was ist die Bundeshauptstadt der Schweiz? Die Bundeshauptstadt. Zürich, Basel, Bern, Genf? Viele sagen Zürich, aber es ist tatsächlich Bern. Die Bundeshauptstadt der Schweiz. So, ich hoffe, ihr hattet 5 Fragen richtig beantwortet. Ich hoffe, die 5 Gründe treffen auf euch zu, dass ihr die richtigen seid für die Schweiz, dass ihr dafür geschaffen seid, in der Schweiz zu leben, denn das ist der Lifestyle, den ihr mögt. Und ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über ein Like. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Wir werden übrigens in den nächsten Videos ein Live organisieren. Alles, damit sind Einbürgerungen, Einbürgerungsfragen oder Löhne und Gehälterfragen, geht es darum. Da könnt ihr eure Fragen stellen. Aber wir werden auch einen kleinen Einbürgerungstest machen. Also heute war nur so ein bisschen fühlen, wie das sein wird. Aber Einbürgerungstest für die Schweiz kommt bald. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.